Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe mir vorgenommen, auch schon in dem Video hier vor und auch die Tage davor, ein Fazit zu ziehen zu Season 2, wie sich Diablo entwickelt und vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen zurückschaut, was war einmal Preseason, als das Game rauskam, was hat Blizzard da so gemacht, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat, was ist reingekommen, was sehr gut war, wie ist Season 1 gewesen und vor allen Dingen, wo können wir hin in Season 3, beziehungsweise was erwarte ich mir vom Spiel? Meine Erwartungen sind ja mal ein bisschen was anderes als das, was ihr so habt und was die meisten anderen Content-Creator haben. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre das vielleicht mal ganz spannend, ein kleines Recap zu machen und vor allen Dingen Wünsche und Erwartungen für Season 3. Wenn ich mich mal so zurückerinnere, gerade so, als das Game rauskam vor Season 1, war ja auch mit das erste Diablo, was ich wirklich richtig viel gespielt habe. Die meisten wissen das schon. Ich habe Diablo 3 ein wenig gespielt und ganz, ganz wenig nur Diablo 2. Bin also relativ frisch zu Diablo gekommen. Wusste also noch nicht die ganzen Feinheiten, die es bei Blizzard so gibt. Und direkt am Anfang gab es richtig Probleme mit den Servern. Ich weiß nicht, ob es an den Server lag oder an der Interconnection oder woran es überhaupt lag. Aber erinnert euch mal zurück, als das Game rauskam, vor allen Dingen mit dem Early Access, da hatten wir ja 4 Tage, meine ich, vorher die Möglichkeit reinzuschauen, gab es ganz massive Probleme, die es auch schon in der Beta gab. Für alle, die es jetzt nicht wissen und vielleicht jetzt auch erst das Game geholt haben und das nicht mitbekommen haben. Wenn man versucht hat, aus einer Stadt rauszugehen oder von einem Bereich in den anderen, das gibt es auch heute noch ganz selten, dann gab es hier eine unsichtbare Wand und man konnte nicht weitergehen. Das hat bis Season 1, Mitte Season 1 oder so, gedauert, bis das endlich behoben wurde, dass man wirklich überall lang gehen kann. Ob es an der Menge an Spielern lag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es das jetzt nicht mehr. Kann natürlich auch sein, dass die Server einfach so krass überlastet waren und es die verschiedenen Blocks nicht hergegeben haben, dass man dann die ganzen Gebiete einfach betreten konnte. Auf jeden Fall war das ein massives Problem. Und da habe ich das erste Mal direkt nach dem Offline-Modus geschrien, den ich mir heute immer noch sehnlichst wünsche. Dann kam mit Season 1 richtig viele Quality of Life Änderungen rein. Wir kamen neue Unix bekommen, neue Aspekte. Ein riesiger Nerf für ganz, ganz viele Builds kam rein. Und die boshaften Herzen, von denen man halten kann, was man will. War relativ wenig Content in Season 1. Also wir hatten bis auf diese boshaften Herzen und die boshaften Tunnel und einen neuen Endboss. Nichts, das war alles. Das heißt, wir konnten Varshan besiegen, der uns 900, falsch, 800 Gegenstandsmacht Items gegeben hat. Es gab boshafte Herzen, wovon, sagen wir mal ehrlich, vielleicht eine Handvoll gut waren. Ich erinnere mich an das Crit-Herz, ich erinnere mich an das Barbarenherz, ich erinnere mich an das Herz beim Druiden, dass die Leute rangezogen wurden. Und dann wird es auch schon wieder dünn bei mir tatsächlich mit den Herzen. Doch, das Herz beim Necro war noch ganz geil mit den automatischen Explosionen und automatischen Leichenranken. Das war noch ganz cool. Das Ganze kam ja rein vor kurzem mit dem mit den Ringen. Wir haben jetzt Ringe, die teilweise die boshaften Herzen imitieren. Da haben wir für jeden Bild ein Ring und da kamen ein paar coole Sachen mit rein. Hier zum Beispiel der Druidenring, wo ich eben gesagt habe, das boshafte Herz, was die Gegner rangezogen hat, das imitiert dieser Ring jetzt so. Nicht so cool wie in der ersten Season, aber so kam das jetzt zurück. Und das war es eigentlich schon in Season 1. Mehr gab es da nicht. Wir haben nach einem Monat oder so alles gesehen. Einige Bugs wurden dann auch noch entfernt, die das Game noch ein bisschen unspielbar für uns gemacht haben. Und dann haben wir uns ganz doll gefreut auf Season 2 und Season 2 hat so viel Content mit reingebracht. 20 Unix, zum Vergleich zu Season 1 gab es 6 Unix und das soll auch die Menge sein, die wir zu jeder Season neu dazu bekommen. Wir haben 20 Unix bekommen, wirklich richtig viele. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, 6 Unix für alle Klassen und dann hat jede Klasse nochmal 2, 3 Unix bekommen, also wirklich richtig viele. Neue legendäre Aspekte, unfassbar viele neue Builds konnten gespielt werden. Es gab nochmal eine extreme Änderung zu Verwundbarkeit und Crit-Schaden. Überwältigung wurde gereworked und das Season-Thema, zumindest auch mit den Season-Questline und auch die Vampir-Fertigkeiten, haben sich meiner Meinung nach viel umfangreicher angefühlt, als es noch in Season 1 war, wo es ja wirklich nur Varshan gab. Lord Seer ist meiner Meinung nach schon echt eine viel bessere Questline gewesen und gibt auch ein viel cooleres Endgame.
Da ich gerade Endgame anspreche, es gibt jetzt fünf Endbosse, unter anderem Vashon und Lord Seer, Gregor, Icebeast und natürlich Duriel, die man herausfordern kann, um Target Farming auf Unix zu machen und Target Farming auf Uber Unix. Das ist nochmal ein Thema, was eigentlich nochmal ein gesondertes Video eigentlich in Anspruch nehmen sollte, weil die Uber Unix-Thematik ist extrem krass, finde ich. Da werde ich vielleicht mal ein Video zu machen zu den ganzen Uber Unix und was da eventuell noch in Zukunft kommen könnte. Und jetzt vor kurzem haben wir das Schlachthaus bekommen. Wer mehr zum Schlachthaus wissen will, gerne mal meine anderen Videos abchecken. Da habe ich ja meinen Senf schon mehrfach zu abgegeben. Ich glaube, ich habe mittlerweile 7, 8, 9, 10 Videos zu dem Schlachthaus gemacht. Ich wollte euch aber mal eben das Siegel zeigen, damit ihr wisst, was ich meine. Dieses Schlachthaus hier, ob das Ganze später nochmal wiederkommt, war nur ein Season-Thema, geht nur 6 Wochen und ist ein kleiner Testballon. Ob das nochmal wiederkommt, werden wir irgendwann in der Zukunft sehen. Ich bin gespannt. Und am 12.12. haben wir ja das Midwinter-Pest-Event bekommen, was im zersplitterten Gipfel stattfindet. Ist das erste Event, was so ein wenig die Holiday-Season Grundlage hat? Das heißt, wir haben ein Event, was auf Grundlage eines wirklichen Feiertags beruht. Finde ich ganz cool. Zu Weihnachten haben wir diese Midwinter-Pest. Da hoffe ich ganz, ganz doll, dass solche Events später auch noch zukommen, aber da gleich mehr zu das, was ich mir erwarte. Und das war's. Da merkt ihr schon, alleine vom Content her viel, 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 viel mehr als das, was wir in Season 2, in Season 1 hatten. Season 1 hat mir nur die Herzen, nur Warschan und das war's. Season 2 Vampirfertigkeiten, die wir leveln konnten. Wir hatten ein komplett neues Gebiet, was sich jede Stunde wechselt. Wir haben die Endbosse, die dazugekommen sind, 20 Unix, den Schlachthof und Midwinterpest. Also wirklich ein Arsch voll neuer Events und neuem Stuff und neuem Content. Dazu noch ganz viele Quality of Life Änderungen, auf die ich jetzt gar nicht so doll eingehen will. Was fällt mir ein? Die Änderung beim Okkultisten, dass man jetzt sieht, was man kriegen kann, wenn man Sachen verzaubert. Das kann ich mir gerade zeigen. Wenn man hier was verzaubert, kann man sich jetzt anzeigen lassen, ey, das alles kannst du theoretisch bekommen. Also richtig cool. Viele wissen auch nicht mehr. Zwischendurch kam mal dazu, dass wenn man einen Nightmare Dungeon startet, man direkt hinporten kann. Das war auch nicht immer so. Wir mussten früher hinrennen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einmal Niedergang des Raureifs gemacht habt, dann musstet ihr einen relativ kurzen Weg laufen bis hierhin. Relativ easy. Aber wenn ihr sowas gemacht habt wie Niedergang des Champions, dann war der Weg schon was länger. Hier ist Niedergang des Champions, da muss man schon mal etwas weiterlaufen und so gab es auch Dungeons, die richtig weit weg waren. Da kann man sich ja mittlerweile hinporten. Und so kamen ganz viele Quality of Life Änderungen rein. Echt coole Sache. Und das war's bisher mit Season 1 und Season 2 und mit dem Game. Und ich für meinen Teil bin echt zufrieden, muss ich sagen. Also klar, Schlachthaus, so wie es jetzt ist, relativ unsinnig. Sind wir mal gespannt, wie es in Zukunft noch sein wird. Die neue Glyphe, die reingekommen ist, auch relativ unsinnig. Übrigens habe ich auch, stimmt, jetzt wo ich gerade eine Glyphe sage, wir haben zwischendurch mal neue Glyphen bekommen. Auch ganz cool. Hoffe ich auch, dass da in Zukunft mehr kommt. Midwinter Pest Event ist für Level 100er nicht ganz so geil. Ist sehr grindy. Aber also ich finde es cool, dass sowas Neues reinkommt. Free Content, wir müssen nichts dafür bezahlen. Es kommt einfach neu rein. Macht mich einfach happy, dass man auch mal wieder was zu tun hat. Auch wenn es nur noch mal 2, 3, 4, 5 Stündchen sind an einem Wochenende kurz vor Weihnachten. Ein bisschen nochmal in Diablo reinzocken. Macht doch Spaß. Das Ganze geht noch bis zum 23. Januar Season 2 und dann wird Season 3 eingeläutet. Und da wissen wir ja noch nicht viel. Wir wissen eine Sache, wir wissen zwei Sachen. Einmal, dass es Bestenlisten geben wird für Nightmare Dungeons. Obwohl, ob es für Nightmare Dungeon ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es wird auf jeden Fall Bestenlisten geben. Und man kann im Trade Window das Gold richtig anpassen. Zusätzlich noch ein bisschen was zur Itemization, aber that's it, mehr wissen wir noch nicht. Und jetzt kann man natürlich viel spekulieren, was man sich wünschen würde, was man erwarten kann und und. Es wird natürlich wieder eine Season-Questline geben, so wie es jetzt auch war. Das heißt, wir haben irgendeinen Dude, dem wir irgendwie helfen müssen, am Ende gibt es einen Boss und that's it. Dann gibt es wieder eine Saisonreise, so wie es jedes Mal ist. Das heißt, wir können durch eine Saisonreise durch irgendwelche Missionen abschließen und kriegen dafür Etappenbelohnungen. Wir werden wieder saisonale Segen haben, das ist natürlich auch klar. Und es wird wieder ein Battle Pass geben mit lauter Skins und Platin. Das ist alles klar. Das, was nicht klar ist, es gibt wieder 6 neue Unix.
wird es noch mehr neuen Content geben. Es wird Änderungen zur Höllenflut geben, die wird dann dauerhaft sein. Wird es dort wieder mehr Density geben? Was für Nerfs und Buffs wird es wieder geben? Weil der Barbar ist aktuell komplett busted. Der Magier ist aktuell komplett busted mit Ball Lightning. Da werden sicherlich Änderungen kommen. Wir werden wieder komplett neue Nightmare Dungeons bekommen. Die werden ja wieder rollen. Welche Dungeons können wir da erwarten? Ich hoffe so sehr, dass einige Klassiker wiederkommen, wie zum Beispiel Blindhöhlen. Die vermisse ich ganz doll. Wird es eine, ja, einen Ersatz geben für die Bluternte? Na klar, die Hellzeit wird dann einmal, also die wird durchgehend sein, nur 5 Minuten Pause dazwischen. Wird das uns dauerhaft so glücklich machen, wie es aktuell die Bluternte macht, weil, seien wir ehrlich, die Bluternte war echt schon ein cooles Ding. Auf einem kleinen Gebiet unfassbar viele Gegner. Jede Stunde 10 bzw. 11 grausige Gaben. Da konnte man grausige Gaben sammeln, man konnte da Items sammeln. Es gab den Yoda, es gab den Siphon, es gab richtig viel zu tun. Also ich war ein richtiger Fan von der Bluternte, echt eine coole Sache. Da bin ich jetzt schon ein bisschen traurig, obwohl die Season noch 3 Wochen geht, dass die dann weg sein wird. Aber wird es da irgendwas Neues geben oder wird es dann nur die Helltide sein? Und vor allen Dingen wird es in der Season wieder ein Event geben, so wie es jetzt mit Winterpest und mit dem Schlachthaus ist. Was haben wir denn? Wir hatten im Februar, glaube ich, Valentinstag. Ich weiß, dass in den USA der Valentinstag noch ein bisschen größer gefeiert wird als hier bei uns. Könnte ich mir also vorstellen, dass es vielleicht sowas wie ein Event der Liebe gibt? Warum nicht? Würde ich mir sehr freuen, fände ich sehr cool. Das Ganze würde zeitlich auch super passen, weil am 26. startet die Season. Valentinstag ist am 14. Eventuell dann ab dem 14. dieses Event starten. Wäre ungefähr einen Monat später. Würde für mich tatsächlich sehr gut reinpassen. Fände ich ganz cool. Aber lasst uns mal überraschen. Mich würde total interessieren, Leute, wie fandet ihr die Entwicklung von Pre-Season 1, das heißt von Release bis jetzt? Findet ihr, Blizzard hat einen guten Weg eingeschlagen? Klar, links und rechts gab es immer mal wieder ein paar komische Dinge, die reingekommen sind ins Spiel. Also Schlachthaus nicht so ganz durchdacht. Der Riesen-Nerf, der zu Season 1 kam, war echt krass. Das ganze Thema um das Ansehen herum war ein Riesendesaster. Also, ich weiß, Blizzard hat auch echt ein paar Fehltritte gemacht. Aber seid ihr so wie ich eigentlich overall zufrieden, so wie es läuft? Ich weiß, ein paar von euch sind total sauer und finden Diablo 4 ganz doof. Verstehe aber nicht, wieso ihr jedes Video von mir guckt und kommentiert. Aber ich weiß, ihr findet Diablo 4 ganz doof. Aber so mal die anderen. Seid ihr so zufrieden wie ich oder würdet ihr euch doch noch mehr wünschen? Und vor allen Dingen, was sind eure Erwartungen und Wünsche, wenn ihr euch irgendwas wünschen dürftet? Was wäre es für Season 3? Mein Riesenwunsch für Diablo 4 ist natürlich der Offline-Modus, das wissen glaube ich alle. Dann wären alle meine Wünsche erfüllt. Ich will einfach einen Offline-Modus, ich will keine anderen Leute mehr hier sehen. Ich will keine Lags mehr haben. Ich will einfach nur noch für mich zocken, auch ohne Internet, ohne dass mir irgendein anderer Typ auf den Sack geht, aber ich glaube, da müssen wir noch ganz lange warten. Schreibt mir gerne eure Erwartungen und Wünsche und die Kommentare würden mich wirklich brennend interessieren, bin ich sehr gespannt. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Blick ich morgens hoch zum Himmelszelt, leuchtet mir dort kein Licht, so kaltgrau die Welt, die Dämmerung fort, ihr Wort unerfüllt, bis die Sonne wieder mit Licht uns umhüllt. Welch endlose Nacht, welch eiskalte Wind, wo der Teufel im Dunkel auf Todesfurcht sinnt. Die Dämmerung bleibt aus, oh, wo kann sie sein? Warum lässt sie uns nur im Grau ganz allein? Doch dann hörten wir inmitten der Sorgen ein Flüstern, war's nur, bald dämmert der Morgen, ein Bote der Dämmerung, ein Feuer im Schein, das Wort wird erfüllt, unsere Sonne kehrt heim.